Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Ich reagiere heute auf Paluten. Reagiert auf Luca, reagiert auf Paluten, reagiert auf Luca, reagiert auf Palutens Gamingzimmer, a.k.a. Patrick und mein WhatsApp-Verlauf auf YouTube. Paluten hat eine Roomtour von seinem Gamingzimmer hochgeladen, woraufhin ich dann darauf reagiert habe und Paluten auf meine Reaction reagiert habe. Deswegen reagiere ich heute auf die Reaction von der Reaction von der Roomtour. Boah, das Trail. Ja, warte. Und ich reagiere da jetzt auch noch. Oh nein. Wie viele Facecams sind denn da am Start gewesen? Hier ist eine richtig fette Party, Alter. Und habt ihr das gerade gesehen? Luca hat so einen richtigen Bart. Aber Luca hat auch den gleichen Bartwuchs, glaube ich, so ein bisschen wie ich. Da fehlt das Flauschige an den Seiten. So. Ja, hier fehlt alles. Also Patrick hat ja unten noch so ein bisschen mehr. Bei mir, ich habe jetzt ein bisschen mal wachsen lassen, aber oben ein bisschen Schnäuzer. Den hat Patrick nicht. Da bin ich ein bisschen voraus, was das angeht. Das triggert mich so hart. Ich ziehe mal diese Kabel, sonst wird er wahrscheinlich noch besser machen. Oder? Werden wir das mal? Palle. Ja? Du lässt das doch nicht so mit den Kabeln. Wenn der das so lässt, dann fahre ich höchstpersönlich da nach Bayern und kacke ihm vor die Haustür. Luca, du musst nicht vor meine Haustür kacken, du bist aber sehr herzlich eingeladen. Stellt euch mal vor, Patrick reagiert hier wieder drauf. Ich reagiere da auch wieder drauf. Und okay, irgendwann, ein YouTube-Titel hat, glaube ich, nur 100 Zeichen. Irgendwann können wir obviously das mit dem Titelgame nicht mehr so weitermachen. Aber dann ist das Finale dieser Serie... dieser Gaming-Zimmer-Paluten-Serie. Einfach, dass Patrick und ich zusammen in, bei ihm in Bayern sitzen und schauen uns zusammen nochmal die Reaction auf die Reaction auf die Reaction im Paluten-Gaming-Zimmer an. Das wäre ein krönendes Finale. Boah, ich muss direkt pausieren. Oh, ich hoffe, er fasst das nicht böse auf. Oh mein Gott. Hab ich nicht, oder? Nee, hast du nicht. Alles gut. Ich glaube auch, Patrick ist mittlerweile auch so lange dabei. Man hat mittlerweile auch irgendwie gar keinen Bock mehr auf diese ganze Beef-Thematik oder irgendwie so. Also wenn mir irgendwer auch theoretisch an Karren pissen sollte oder ein YouTube-Video macht oder so, das wäre mir mittlerweile auch einfach wirklich egal. Ich mache meinen Stiefel, genauso wie Patrick auch ja seit Jahrzehnten seinen Stiefel da macht auf YouTube. Ich glaube, irgendwann hat man auch, ist man so erwachsener geworden, dass man sich so denkt, ja komm. Nee, alles gut. Man ist so geerdet und erst recht Paluten da mit seiner ganzen Familie und so. Der ist so im Leben angekommen. Ich glaube, habe ich mir jetzt auch nicht, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er es das irgendwie böse nimmt oder so. Alles, also das will ich nochmal betonen, es war alles easy. Okay, ja, ich bin, alles ja, gut. Okay. Ich glaube, er ist jetzt schon in sein Haus gezogen. Ja, ja. Was er ja meint in seinen Videos. Ja, genau. Und ich hoffe, Palle, ich hoffe wirklich, du machst nicht diese Klinken. Ja, die sehen am coolsten aus. Ich wollte die auch erst haben, aber zum Anfassen. Also ich habe die am Anfang gefeiert auf so Bildern, weil, jetzt klingt jetzt vielleicht mega dumm, aber so dieses blockige Minecraft-Theme, wisst ihr? Oh mein Gott, das habe ich mir halt auch gedacht. Also jetzt, ich habe es jetzt nicht wegen Minecraft irgendwie verglichen, aber ich finde auch alles, was eckig hat, deutlich sinnvoller. So irgendwie schöne Ecken, Fugen, Sichtkanten, alles mögliche, Sichtachsen, dass du halt vernünftig irgendwie durch die Wohnung gucken kannst. Alles ist schön, alles ist in einer Linie, bla bla. Da bin ich auch ein riesen Fan von architektonisch gesehen, aber wirklich an so alltäglichen Sachen ist Funktionalität dann doch sinnvoller. Aber als ich sie dann live gesehen habe, habe ich sie gar nicht mehr gefeiert. Und dann habe ich halt noch andere ausgewählt. Also es FSB, warte. Ein paar Sekunden später. Ich weiß gerade nicht, was die genau bezeichnet ist. Die hier habe ich auf jeden Fall in den Fenstern, auch in Hamburg und so. Die sind wirklich so schön, die sind so filigran, die fassen sich so schön an. Und ihr checkt gar nicht, bis ihr irgendwie mal selber alleine wohnt eventuell, wie oft man wirklich in seiner Wohnung eine Klinke anfasst. Oder auch wenn ihr noch zu Hause wohnt, checkt ihr das ja auch, wie oft man wirklich am Tag so eine Klinke anfasst oder ein Fenster aufmacht oder so. Wenn die immer wieder eckig sind, das nervt schon irgendwann. Nee, aber ich muss sagen, ich mag die gar nicht so gern. Ah, okay, gut. Ja. Dann sind wir wieder so. Ja, weil ja, oh Mann. Wenn du eine Klinke anfasst und du drückst die immer so quadratisch dann irgendwie die in die Finger rein, das ist mal nicht schlimm. Irgendwie, wenn man mal bei einem Restaurant oder auf Toilette ist, dann sind so Klinken so alles cool. Aber wenn man in seiner eigenen Wohnung ist und man ist die ganze Zeit so mit Klinken so am rummachen, rummachen jetzt nicht. Die sind nicht handlich. Klinken müssen rund sein. Ja, Mann, es ist... Ich fühle mich so, als würde ich mit Paluten in einem Restaurant sitzen und neben uns in 5 Spiegel. Geschmäcker sind ja auch verschieden. Und so, ja. Mein Reden. Ja, okay, gut. Genau. Dann muss ich mich dafür jetzt nicht rechtfertigen. Die Sache ist nur, dass oft Leute, ich quatsch schon echt extrem viel. Patrick sagt immer nur so, ja, stimmt. Ja, ja, mal so die Hand geben. Ich quatsch da wieder hier eine Fizzle ans Ohr. Ich habe letztens mal in einem Podcast gesagt mit Sandra so, ja, The Weeknd, das ist nicht meine Musik. Die sind bei mir unnormal viele The Weeknd-Fanpages in meinen DMs und sagen nur so, was bist du denn für ein Hater? Ja, das Ding ist, es gibt immer so ein Level. Wenn du zum Beispiel sagst, yo, The Weeknd feiere ich nicht, ist nicht mein Musikgeschmack. Das ist das eine. Manchmal sagen Leute dann aber auch, yo, The Weeknd ist für mich ein absoluter Müllkünstler, der kann gar nichts. Das ja, und das habe ich ja eben nicht gesagt. Also klar, ich denke jetzt nicht, dass Patrick unseren Podcast hört, der wird wahrscheinlich aktuell gar nichts irgendwie konsumieren, außer
da irgendwie die Babygeräusche mitten in der Nacht. Der wird wahrscheinlich für nichts irgendwie Zeit haben, wenn du ein Haus baust und nebenbei noch Frau und Kind hast. Aber ich habe ja eben im Podcast gesagt, habt ihr vielleicht ja gehört, dass ich einfach so meinte, ja, The Weeknd, so ist einfach nicht meine Musik, weil Sandra meinte, ich wäre auf dem Konzert. Ich so, ja, würde ich halt niemals auf ein Konzert gehen, so feiere ich einfach nicht. Hab aber danach im Satz auch so gesagt, ja, ist ein kranker Künstler und steht zu Recht da, wo er ist, um Gottes Willen. Aber das wird natürlich dann nicht reingeschnitten in so TikTok-Highlights, die dann irgendwie auf der Plattform ein paar Aufrufe machen, wo dann das irgendwelche Leute sehen, die dann aber nicht irgendwie sich weiter über das Thema informieren und schauen, was habe ich wirklich gesagt, sondern direkt in meine DMs sliden und dann rumhaten. Ist halt schwierig, wenn man nicht mehr so den Zwischenschritt checkt oder die Differenz checkt oder den Unterschied einfach zwischen Kritik und irgendetwas einfach nur dumm unnötig haten. Spontane. Ja, wie einfach zu viert hier chillen, die Gang. Warte mal, ich will wieder zurück. Jetzt chillen ja einfach dreimal ich und dreimal Patrick. Wie gesagt, wir sind einfach in einem Restaurant mit auf beiden Seiten Spiegel. Oh. Zumindest, also, ja, ich setze mich mal. Es gibt jetzt eine kleine... Es ist manchmal unfassbar komisch, sich selbst zu gucken. Unfassbar, ich find's gerade... Ja. Also gerade ist ja eine Reaction auf eine Reaction auf eine Reaction. Ja, das hat schon wieder was Komisches, was Komisches Lustiges. Ich find's auch, ey, ich find's voll nice gerade. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, ihr feiert es ja auch. Ich weiß nicht, wie das sein kann, dass ihr sowas feiert, weil... Basically ist die Geschichte auserzählt. Es kommt ja nichts Neues mehr. Wir sehen zum tausendsten Mal Palutens Klinken. Wir sehen zum tausendsten Mal seinen Kabelsalat gleich und den Teppich und Mega Maxi Mini Paluten im Hintergrund. Aber es ist trotzdem irgendwie, weiß nicht, ich feier's. Ich habe mich voll gefreut auf diese Reaction. Was ich glaube ich noch nie gemacht. Ich bin die ganze Zeit am Grinsen. Ich bin. Was ist denn los? Zirre. Paluten ist einfach. Der macht exakt den gleichen Content. Oh, warte mal jetzt. Ich will mal kurz. Ich glaube, ich muss noch mal runter. Warte, aber das ist ja auch kein Problem. Ja, sorry, wir sind voll auf mit den Camps hier am Rumwerken. Ja, ich habe einen der letzten Spots. Ich habe die letzte Ecke. Muss er sich hier so... Ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich gerade bin. Das müssen wir mal im Schnitt gucken. Da hier, der das hier schneidet. Keine Ahnung, wo du mich unterbringst. Dass ich zuletzt ein Paluten-Video länger als eine halbe Minute geguckt, das ist überhaupt kein Front an Patrick. Aber es ist einfach nicht mein Content. Dass ich das zuletzt länger als eine halbe Minute geguckt, das ist wirklich safe. Weiß ich nicht, 6, 7 Jahre her oder so. Nee, ich hab mal mit Luga Agar.io gespielt. Ah, gute Zeit, Mann. Ja, das war unser letztes richtiges Video zusammen. Auch schon irgendwie 6 Jahre her. Wir blenden euch hier einen Ausschnitt ein. Hier, mit der Milch. Oh mein Ich muss immer wieder so lachen. Ich kann mir das nicht mehr geben. Ich weiß auch ganz genau, wie das war. Ich saß in meiner ersten Studentenwohnung in Köln. Mit 19 Jahren. 19 Quadratmeter oder so waren es. Oder 20 oder... Keine Ahnung, vielleicht waren es auch 21, komm, da habe ich mir mal gegönnt da. Im dritten Stock am Zülpicher Platz, voll die Saufecke, immer wach geworden, saß am Tanktop, keine Klimaanlage, Sonne knallt da rein. Bin mal gespannt, was Patrick jetzt so sagt. Feed me! Luca, ja, okay, mach ich. Feed me! Warte! Und ich weiß auch... Es ist so lang her. Da bestand wirklich YouTube noch daraus, komm, wir machen eine Uhrzeit aus, wir nehmen auf. Und dann geht's hoch. Und mittlerweile, so ich habe selber ja aktuell, wisst ihr, auf dem Hauptkanal, das ist ja mein Zweitkanal mit Gaming und Reactions und so, aber auf dem Hauptkanal habe ich auch ein bisschen Gefallen daran gefunden, mal so Real-Life-mäßig ein bisschen was zu testen, weil man will sich auch immer wieder neu erfinden und wird ja auch älter und so weiter und so fort, hat andere Interessen etc., aber das war schon eine schöne Zeit damals. Auch noch, dass ich mit Patrick eine Kooperation gemeinsam hatte vor 2 Jahren, wo wir Call of Duty zusammen... Ah, Battlefield. One-on-one. Und dann haben wir auch nochmal Minecraft zusammen gemacht. Ah, stimmt. Oh mein Gott, hier ein Ausschnitt. Ey, warum sagt ihr nicht denn direkt runter? Ey, Jungs. Nein, der kommt. Luca, alles läuft gut bei dir, ne? Bei mir ist super, Patrick. Klasse, wirklich. Danke. Bei dir auch, hoffe ich. Ja, bei mir ist auch gut. Das war dann auch so, dass ich dann danach auch so meinte, so, ey, lass mal wieder öfter was aufnehmen. Aber da kam nie eine Antwort. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was? Doch, wir können, Luca, wir können gerne mal wieder was machen. Jetzt bin Auf ich jeden gespannt. Fall. Gerade jetzt, wo Paletto wieder, also man muss natürlich auch sagen, mal aus der Sache komme ich nicht raus, Luca. Wir können mal auf jeden Fall. Ich habe ja sowieso jetzt vor, wieder mehr mit anderen Leuten zu machen. Ja, da kann ich ihn auch verstehen. Ich bin ja selber jemand, der sehr, sehr selten aus seiner Comfortzone, vor allem in der Vergangenheit, rausgegangen ist. Wie bereits gesagt, jetzt aktuell auf dem Hauptkanal mit so ein bisschen anderem Content versuche ich das schon. Ich habe ja auch immer bei so Events abgesagt. Ich habe auch, glaube ich, noch nie Patrick bei irgendwie solchen Stream-Events gesehen. Ich mich selbst halt auch noch nie, bis ich dann bei Papa Platte da mal war. Oder bei Eli bei dem Minecraft-Turnier. Da hatte Paluten ja auch abgesagt. Die Sache ist nur, dass er wirklich mir nicht mehr geantwortet hatte. Ich will jetzt nicht die Nachrichten einblenden, aber ich hatte irgendwie mal gesagt, ey, fand die Aufnahme voll cool, dass wir wieder öfter was machen. Und er so, ja, ich melde mich mal, wenn weniger los ist. Das war irgendwie vor anderthalb Jahren oder so und nie wieder gemeldet. Naja.
Alles gut. Letztes Mal haben wir, glaube ich, ein Placement zusammen gemacht. Ah, mein ja. Reden. Mein Reden. Ja. Puh, jetzt trete ich ins Fettnäpfchen. Battlefield, Alter. Oh. Ja. Ich dachte mal Call of Duty, oh nein. Tut mir leid, Call of Duty und Battlefield. Tut mir in jede Richtung tut es mir gerade leid. Beides super Spiele. Call of Duty und Battlefield. Beides super. Ich kann den Schreibtisch hier noch weiter hier rüberschieben. Überhaupt kein Problem. Schreibtisch über den Boah, das triggert mich so hart. Ich ziehe diese Kabel, das wird er wahrscheinlich noch besser machen. Oder? Ey, das muss besser, Patrick. Das war schon vor dem Intro direkt zu Beginn von. Ich bin so nice. Das ist so dumm. Da sagt Patrick in dem Video: Ja, ich habe hier mein Kabel. Sondern dann sag ich so: Nee, das muss besser. Dann lacht Patrick. Dann lach ich, weil Patrick lacht. Und jetzt trinkt Patrick seinen Kaffee. Und ich lache. Ah, scheiß drauf. Das muss besser gemacht werden. Ich mache jetzt mal hier kurz ein Handyvideo und blende euch das jetzt mal hier ein. Wie sieht das hier gerade so aus? Hier hast du das ganze Kabelmanagement dahinter. Ich sehe hier keine Kabel. Irgendwo, gut. Hier ist Yusuf gerade am Schneiden nebenan. Ja, war so weird. Ich hatte diese Reaction zwischen A und B, aka zwischen Schrank und Yusuf aufgenommen. Yusuf hat mir gerade nebenbei beim Schnitt geholfen, hat Podcast-Folge oder Hauptkanal-Video mitgeschnitten. Und ich habe gesagt, komm, Patrick hat ein Video hochgeladen, ich schaue es mir jetzt mal direkt an. Keine Kabel, die sind alle hier. Ja, Moment mal, da seh ich doch, aber da habe ich doch auch ein paar Kabel gesehen. Ja, aber schwarz auf schwarz. Nicht hier weißer Tisch mit blauen LEDs, die angeblich keine LEDs. Spaß. Bei mir ist es schon so, gut, jetzt habe ich hier auch ein weißes Kabel vom Handyladen, aber ich mag es einfach nicht, wenn ich in den Raum schon reinkomme und diese ganzen Kabel sehen und so. Mich triggert das irgendwie. Das ist ja bei vielen Leuten so, die dann auch ihr Gaming-Setup bauen und dann auch irgendwie. Also es gibt auch so YouTuber in Amerika gerade relativ große, die so Gaming-Setups bewerten, dann neue Gaming-Setups kaufen für die Leute. Das ist ja auch irgendwie so ein Trend. Hatte Papa Platte, glaube ich, auch letztens mal gemacht, hatte ich gesehen. Und es gibt wirklich Leute, die das triggern und ich gehöre halt leider mit dazu. Ich wünschte, ich wäre jemand, der einfach sagen würde, ja, mir egal. Ich fühle mich auch so wohl, ich mache ja, was ich will und kann hier auch irgendwie mein Shit machen, aber ich kann das irgendwie nicht. Hier ist auch gerade ein Fleck, den ich jetzt gerade nebenher wegmachen muss. Also das finde ich auch total, das ist so eine Kackeigenschaft von mir. Diese, ich weiß nicht, ob es in eine Art Perfektionismus geht, aber dass alles irgendwie so clean und vernünftig sein muss, das stört mich selber total. Boah, das sieht echt so unorganisiert aus. Ey, dieser Cut ist echt hart. Ey, oh mein Gott, wie gesagt, es ist überhaupt kein Hate. Und ich weiß, dass Patrick so viel mehr in seinem Leben zu tun hat, allein mit Familie, als ich es aktuell habe. Deswegen, Patrick, ich komme irgendwann mal vorbei in Bayern und dann mache ich dir das mal schön da. Also, meiner Ansicht nach schön. Der Monitor hier, der andere hier, der ist ein Meterplatz dazwischen. Zwei Kameras, hier liegt überall irgendwie ein Kreis rum. Ja, mich triggert immer so doll. Ich könnte da nicht arbeiten, ich könnte mich hier nicht hinsetzen. Ich würde die ganze Zeit denken, erstmal aufräumen. Das ist auch so dumm. Also ich hasse das auch an mir, dass ich dann so alles... Ach, Digga, das habe ich jetzt... Mann, es ist ja auch blöd, ich reagiere auf das, was ich schon reagiert gesehen habe. Jetzt habe ich ja genau das gesagt, was ich da wieder sage. Ich habe bei dir jetzt alles schnell aufgebaut, damit ich... Ah, okay. Er hat hier alles jetzt schnell aufgebaut. Ich dachte, das wäre... Ja, gut, okay. Ich dachte jetzt, wenn er sagt, mein neues Gaming-Zimmer und er macht jetzt diese Roomtour, dass es jetzt schon so fertig, finito Nein. ist. Nein! Aber jetzt einfach mal alles reingeschmissen und macht genau. einfach mal kurz ein Video. Das finde ich dann aber... Also, was heißt einmal kurz ein Video? Es sieht immer noch so aus. Ich wollte gerade sagen, Patrick, so sehr kannst du jetzt auch hier. Sieht doch 1:1 genauso aus. Ja, aber du weißt ja nicht, wie der Schreibtisch. Ja, was ist das jetzt schon wieder mit der guten Patrick? Da steht ja wieder ein Rucksack und hier unten eine Verpackung. Wirklich. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Zeigt er jetzt den Schreibtisch oder nicht? Weil wenn er ihn jetzt nicht zeigt, dann wissen wir, Patrick... Lügt hier schon wieder? Der hat da nichts aufgeräumt. Wir schauen mal. Hier ist alles sauber, aufgeräumt. Zeigst Kabelmanagement. Du's? Zeigst du's? Du musst hier erstmal alles. Nee, er zeigt's nicht. Lüge. Lüge. Dass ich es auch mal schaffe, irgendwie vielleicht 1-2 Videos vorproduziert zu haben, dass ich mich mal wirklich um alles kümmern kann. Ich wollte gerade sagen, also man muss ja auch überlegen, sein Haus besteht nicht noch. Alter. Wo ist Luga hin? Wo ist Lugas Körper? Ja. Yeah. Mein Gott. Es ist so schlecht. Ja, dieses Camo-Shirt ist irre. Dein Haus besteht ja, also vielleicht auch schon, wir wissen es ja nicht. Aber ich denke mal, dein Haus besteht natürlich auch noch irgendwie aus einem Schlafzimmer, aus einem Wohnzimmer, aus irgendeiner Küche, im Badezimmer, im Garten eventuell, wenn er natürlich in ein Haus jetzt gezogen ist. Und da gibt es ganz viele andere Baustellen, um die man sich kümmern muss. Oh ja, Baustelle trifft das ganz gut. Ja, ich habe das ab und zu mal so ein bisschen in den Instagram-Stories gesehen, die bei Patrick ja genauso wie bei mir mit dem Instagram-Content so ein bisschen rar gesät ist. Allerdings, wenn er mal was gezeigt hat, dann war es wirklich Hausbau. Und wenn er Hausbau gezeigt hat, dann auch primär nur Probleme. Deswegen, ich hoffe, dass es sich alles erledigt hat. Vor allem Wasserschäden will man nicht haben. Ich
Ich hatte hier ein Dreivierteljahr lang nach dem Umbau von meiner Kölner Wohnung einen Wasserschaden und wir haben alles kontrolliert. Fensterdichtungen, Terrasse einmal komplett abgebaut, wieder draufgebaut, von drinnen geguckt, kommt das aus irgendwelchen Lampen etc. Das war schlussendlich dann einfach nur ein kleiner Fehler in der Außenfassade, der dann irgendwie von einer Menge an Laub, die davor war, irgendwie nochmal eingetrieft war. Und da kommst du halt nicht drauf. So einen Wasserschaden jetzt mal zu finden, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, das Ding ist auch, Prio hat halt diese kleine Person, die jetzt bei mir im Haushalt ist. Diese Person hatte wieder keinen Bock zu schlafen. Ich sag's euch, Leute. Boah, ich habe so einen Respekt an alle Eltern. Vor allem so in den Jahren, in den ersten Jahren, wenn ein Kind geboren ist. Ich will unbedingt Kinder haben irgendwann, habe ich ja schon oft gesagt. Ich habe riesige Kinderwünsche. Also die Kinder sollen jetzt nicht riesig werden, aber ich möchte total gern irgendwann Kinder haben. Klar, man wartet jetzt erstmal noch auf die richtige Frau fürs Leben, blablabla. Aber das ist wirklich eine Zeit auch, glaube ich, die nimmt einen komplett auseinander. Also sowohl mental als auch körperlich ist das, glaube ich, wirklich irre, wenn du da pro Nacht irgendwie nur so deine 3 bis 6 Stunden irgendwie kriegst. Das muss krank sein. Genau, hier habe ich meine ganzen Alter. Bücher. Auch das neue, die Ritter der Schmafelrunde. Das habe ich in einem Video ausgepackt. Alex, warte, was hat er gemacht? Ja. Alter, auch noch, hey. Der Paluten, der ein richtiges Franchise auf. Der kam nicht raus, der Kleine. Den habe ich mal vor Jahren, wollten wir den entwickeln. Das Problem wäre gewesen, der ist halt so richtig massiv. Ich fühle mich gerade so, als würde ich mit Patrick telefonieren. Und wir reden irgendwie gerade so, ja, das Buch wollte ich mal rausbringen, ging nicht. Ich sage, ah, okay, aber das hatte ich mal in einem Video drin. Also, oh, in welchem Video? Das ist irgendwie gerade total komisch. Wenn Patrick, ich hoffe nicht, aber wenn er wieder hier drauf reagiert, dann... Moin, Leute. Er hat einfach so eine Inception-Reaction-Konstellation. Einfach unser Talk dann. Wir können dann einfach hierüber kommunizieren. Ich hatte natürlich. Das mit Julian Bam vor einem halben Jahr. Da haben wir irgendwie uns 7-mal repostet in Instagram-Stories. Ja, ich brauch's gar nicht erklären. Ich mach's jetzt hier. Wir haben uns nur darüber irgendwie geschrieben. Jetzt ruft Sandra gerade an. Ach. Hallo, Sandra. Sandra, ich nehme gerade auf. Jetzt reden nicht nur Patrick und ich mit unserem vergangenen Ich, sondern auch noch mit Sandra. Also Patrick redet jetzt mit der vergangenen Sandra. Hast du den Leuten gesagt, dass wir keinen Kontakt mehr haben? Nein? Ja, das war irgend so ein Skandal, der da gerade rumging. Eine Instagram-Story von Sandra wurde gefaked und auf TikTok dann irgendwie gepostet mit einem anderen Text da drin. Wo dann in dem Text stand, ja, Luca und ich haben keinen Kontakt mehr, bitte respektiert das. Aber das hat Sandra nie gepostet. Davon habe ich gerade just in diesem Moment erfahren. Das ist mein Longboard aus Köln, Alter. Das ja, Palermo, Alter. Eine ganz wilde Zeit gewesen, wo sich jeder plötzlich ein Longboard gekauft hat. Oh ja. Ich ja auch. Ich habe mir nur ein Longboard... Oh! Luca hatte ein Longboard? Ja, ich bin doch mit dem Longboard ins YouTube-Haus gefahren, um in FIFA besiegt zu werden. Ja, ich hatte auch, weil alle waren mit Longboard im YouTube-Haus unterwegs. Ja, das war halt das Ding, das war so ein Gruppenzwang. Jeder hatte es plötzlich, jeder YouTuber hatte plötzlich ein Longboard, weil ohne Longboard war man kein YouTuber. Jeder hat auch diese Canon Legria-Kamera, die man irgendwie so gehalten hat und so einen übelsten Fischeiblick hatte, wo man sich nur so dachte, hä? Qualität unnormal schlecht. Ich bin ja dann irgendwann geswitcht auf diese G7X, weil ich das bei so englischen Vloggern gesehen habe. Und dann hat das zum Glück auch irgendwann nachgelassen, dass in Deutschland nicht jedes Video irgendwie, was ein Vlog war, irgendwie so diese kranke Fischer-Effekte hatte, weil diese Kamera war so anfällig. Generell Canon-Kameras mittlerweile, also Sony ist ja den Welten voraus, aber Longboard war wirklich damals so ein essentieller Gegenstand. Also wenn wir was starten wollten, dann hieß es immer, yo, wir fahren jetzt zu keine Ahnung, Hans im Glück mit dem Longboard. Ja, wenn du kein Longboard hast, dann daneben joggen ist ja auch blöd. Und dann habe ich mir damals eins gekauft. Weil jeder YouTuber plötzlich eins hat und ich dachte, boah, cool, jetzt werde ich Longboarder. Einmal fahren gewesen, voll langweilig, voll langsam. Na, ich fand das schon geil. Mein Problem war aber einfach, ich habe dann Peter ein, zweimal richtig heftig stürzen sehen und dann war es bei mir auch vorbei. Boah, ich glaube auch, wenn du mit einem Longboard stürzt, ist das ja nicht mal wie mit einem Fahrrad, dass man irgendwie mal eine Bremse da drauf hat. Was ist denn, wenn man zu schnell ist? Kann ich auch Fahrrad fahren? Ja, ich muss auch sagen, ich persönlich, das kann jetzt, also ich finde Fahrradfahren, also jetzt so an Fortbewegungsmitteln, wo man selber was machen muss, am geilsten. Ja, ich habe das auch bei Paluten letztens in der Story gesehen. Ich dachte, er wäre eher so der Wanderkerl und geht überall zu Fuß hin, habe ich das so gedacht. So ein richtiger Apple Watch, ich sammle meine Schritte. So mäßig dachte ich, ist Patrick. Aber gerade wenn er jetzt, ich weiß ja nicht, wo er hingezogen ist. Ob er jetzt ein schönes Stadthaus irgendwie in München hat oder ob er irgendwie in Bayern auf dem Land wohnt oder an einem See oder keine Ahnung was. Boah, an einem See wäre natürlich krass, ne? Dann kannst du da hinten auch mit dem Boot da irgendwie auf dem See oder so. Das ist ja in Bayern generell so krass. Naja, so oder so ist, glaube ich, da wirklich ein Fahrrad da, wo er, wenn er auf dem Land wohnen sollte, wirklich vielleicht das beste Fortbewegungsmittel. Neben einem Auto beispielsweise, aber ich bin auch so ein Fahrradfan hier in Köln geworden. Ich fahre überall mit dem Fahrrad hin. Mein Auto verstaubt und ich mag mein Auto wirklich. Ich fahre das auch ganz gerne mal an schönen Tagen, aber dann nicht so irgendwie hier und da und da und Gas geben und bla, sondern irgendwie dann hinten durch die Eifel mal irgendwie durch mit einem Kumpel oder irgendwie so. Aber mit dem Fahrrad mache ich eigentlich das Allermeiste. Ich war damals ein, zwei, dreimal im YouTube-Haus, ja, ja. Mit Palle FIFA gespielt. Wir waren immer relativ gleich schlecht. Und davor war es auch so,
ich war nochmal schlechter. Bevor Patrick im YouTube-Haus gewohnt hat, waren wir auch immer noch so ab und zu abends unterwegs. Weißt du, wir waren immer Reinicke Fuchs. Mexikaner. Reiniger, stimmt. Mit Luca war ich ein paar Mal ein bisschen Party machen. Mexikaner getrunken mit Sturmwaffe. Es war eine ganz, ganz lustige Zeit. Ja. Das war so witzig. Ey, mich freut es gerade voll, dass er sich daran erinnert, weil das war schon echt lang, lang her. Das ist, als ich nach Köln gezogen bin, das ist 10 Jahre her. Da war ich zwei, dreimal mit Patrick und Sturmwaffe, haben wir uns irgendwie bei dann Smurf oder so getroffen oder bei im YouTube-Haus, haben dann irgendwie ein bisschen was getrunken, sind dann ins Reinicke gegangen, so ein ja, Club-Bar-mäßig auf der Aachener Straße. Immer Mexikaner getrunken, so Tomatensaft-Shots, ganz weird. Ich weiß, dass ich mit Luga mal, wie heißt dieser Club? Ja, ich hab's schon wieder, ich hab's vergessen. Aber es war irgend so ein Club, der war auch ein bisschen fancy. Boah, das weiß ich nicht mehr, wo wir waren. Oh mein Gott, daran kann ich mich jetzt gerade nicht mehr erinnern. Ein Fancy-Club, boah, ich war wirklich... In meinen ersten Jahren in Köln war ich eigentlich nie in irgendwelchen Fancy-Clubs. Es gibt in Köln auch, finde ich, keine richtigen Fancy-Clubs. Jetzt nicht so wie Hamburg oder München, dass es da wirklich so Schickimicki-Ecken gibt. Das ist in Köln nicht. Köln ist relativ ehrlich und relativ human, finde ich. Boah, da kann ich mich gerade nicht so ganz dran erinnern. Ja, das Ding ist, was ich in der Roomtour vergessen habe zu sagen, ich habe eine Lüftungsanlage. Also hier wird konstant die Luft umgewälzt. Boah, schon wichtig. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das ist im Keller, weil ich dachte immer, Keller unter der Erde, wenn du an einem nur Erde hast und so, ist das schon abgeschirmt, keine Fenster, nichts für irgendwas reinballern. Und so. Man muss natürlich auch sagen, wenn man halt diese fetten Softboxen hat. Ich weiß nicht, wie das ist im Keller, weil ich dachte immer, Keller unter der Erde, wenn du an einem nur Erde hast und so. Wo kommt jetzt der Staubsauger her? Und dann sehe ich, Patrick schnäuft sich in der Nase. Von abgeschirmt, keine Fenster, nichts für irgendwas. Alles gut. Und so. Man muss natürlich auch sagen, wenn man halt diese fetten Softboxen hat und so. Ich glaube, er hat auch andere als ich. Meine Paneele werden zum Beispiel nicht heiß und senden keine Wärme aus. Dann kann das natürlich schon irgendwie... Na, ich habe schon die Elgato-Dinger, aber auch die senden ein bisschen Wärme ab. Und natürlich der Computer einfach. Ah ja, Computer. Der Computer bei mir ist zum Beispiel in einem Schrank drin, mit so einem Netz davor. Ist auch versteckt. Ich will ja halt nichts sehen von meiner Technik und so. Der hat auch mein Logo drin. Der sieht schon cool aus, mein Computer, aber... Krass, dass diese Elgato-Dinger bei ihm so Wärme absenden. Vielleicht bist es auch du, Patrick. Geile Sau. Meine Oma hatte früher solche Teppiche. Und wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich habe meine Oma wirklich unfassbar geliebt. Und das gibt mir immer ein gutes Gefühl, als wäre ich... Okay, gut. Wenn es so eine Hintergrundgeschichte hat, dann denke ich mir auch, komm. Kann ich voll... Ich muss einfach sagen, ich liebe die Dinger. Es ist einfach, wie ich schon im Video gesagt habe, das gibt mir immer ein gutes Gefühl. Das gibt mir immer ein Gefühl von zu Hause, einfach ein Safe Place. Wisst ihr, was ich meine? Ja, safe, kann ich eins zu eins nachvollziehen. Also ich kann es ja jetzt auch hier vorwegnehmen, ich habe das jetzt hier im Video auch nochmal gesagt, aber für mich sind es einfach Gerüche. Ich habe immer noch ein Parfum, was mein Dad immer damals drauf hatte oder auch meine Oma oder so. Ja, das kenne ich immer an irgendwie solche Sachen. Ich habe jetzt letztens auch für einen Hauptkanal haben wir ein Video aufgenommen, ist glaube ich noch nicht online, wenn ihr das Video hier seht, aber bald kommt ein Video, wo ich so Süßigkeiten, verbotene Süßigkeiten getestet habe. Da habe ich auch so an so einem Ü-Ei geschnüffelt. Das hört sich jetzt auch irgendwie wieder ganz falsch an. Das hat mich direkt so zurückgeworfen in die Zeit, wo ich immer bei meinen Großeltern mal noch gelebt habe, weil wir da immer auch so Ü-Eier bekommen haben und so Kinderriegel. Das fühle ich wirklich zu 100%. Gerüche und auch Geschmack, das klingt jetzt auch wieder dumm, aber so McDonald's gab es da auch, also Mann, Alter, das klingt so richtig dumm, aber ihr wisst, was ich meine. Aber wie gesagt, Gerüche, Geschmäcke, das ist krass. Und dann erinnert einen... Ja, das ist irre. Also, ich hab's... Was soll ich jetzt überhaupt noch sagen? Ja, also, ja. Wisst ihr was, Freunde? Wenn ihr euch den Rest der Reaction von Paluten auf mich, auf Paluten, auf mich, auf Paluten, auf mich, auf Paluten, auf mich, auf Paluten anschauen wollt, dann schaut bei Paluten vorbei. Hier sind noch 10 Minuten. 10 Minuten Paluten, das reimt sich auch. Ich weiß jetzt nicht. Komm, wir gehen nochmal ans Ende. Schon ohne Kopfhörer auf. Gut, er hat kleine Kopfhörer. Wenn du... Wie nimmt er das denn ohne Kopfhörer auf? Ja, ich habe den Ton halt über meinen Monitor. Und das Mikrofon ist ja eh so ein Shotgun-Mikrofon. Das heißt, es nimmt eh eigentlich nur das hier auf. Und alles, was im Hintergrund ist, ist halt in der Tonspur. Ich kann euch das hier mal einblenden. Ist halt in der Tonspur halt so... Ich wusste gar nicht, dass es so krass Shotgun-mäßig ist, dass es das nicht mit aufnimmt. Voll kleine Bereiche und so nur und die werden dann eh nachher irgendwie rausgefiltert. Deswegen, also ich mache das alles sogar ohne Kopfhörer. Ich habe jetzt nicht so viel über das Gaming-Zimmer gelernt, weil es wird wahrscheinlich in 2 Wochen... Er macht es doch auch ohne Kopfhörer. Oder bin ich blöd? Oder ist das hier ein Kopfhörerkabel? Naja, schauen wir uns nochmal seine Verabschiedung an. Mal komplett anders aussehen. Deswegen. Ja gut, 2 Wochen. Ich freue mich auf Part 2, Paluten. Ja, gratuliere dir zu dem Haus. Gratuliere dir zu dem Einzug in das Haus. Danke. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video. Ja. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr wollt, dass ich mal mein Gaming-Zimmer zeige. Denn ich wohne seit 1,5 Jahren hier im neuen Haus. In meiner Wohnung, Haus, schön wär's. Wenn ihr es sehen wollt,
Ja, ich würde es gerne sehen. Ja, kommt vielleicht irgendwann. Danke, Paul, dass du auf das Video reagiert hast. Wenn hier ja, danke, dass du auf das Video reagiert hast. Schon kommen sollte, dann ja, wird das jetzt einfach unsere neue WhatsApp-Gruppe paloten. Finde ich gut. Ja, ey, Leute, lasst gerne Like und Abo da. Ja, Patrick, danke, dass du dann auch wieder auf das Video reagiert hast. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt in den nächsten Tagen bei der neuen Reaction auf Palutens Kanal wiedersehen. Falls ja, dann abonniert Paluten gern, damit ihr das Video dann nicht verpasst. Abonniert diesen Kanal gern, um meine Videos nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns da eventuell wieder. Haut rein, ich hab euch lieb, ciao.